Wir beschäftigen uns mit Tumorkrankheiten bei Kindern. Vereinfacht gesagt versuchen wir, molekulare Fingerabdrücke der Tumoren zu erstellen, um damit auf der einen Seite die Tumoren richtig diagnostizieren zu können und daraus auch die richtigen Therapien abzuleiten, aber auf der anderen Seite auch noch tiefer in den Tumor einzudringen und zum Beispiel Resistenzmechanismen auf die Therapien schon von Anfang an vorherzusagen. Heutzutage können wir die Erbgutentschlüsselung in jeder Zelle einzeln machen. Und dadurch kommt man eben jetzt in den Bereich rein, wo man so eine Art mikroskopisches Bild des Tumors molekular ausdrücken kann. Im Vergleich zur Erwachsenenonkologie haben wir in der Kinderonkologie durch die Andersartigkeit der Tumoren im Moment noch viel weniger therapeutische Möglichkeiten, um ganz gezielt die Tumorbiologie der Tumoren bei Kindern zu adressieren. Meine Vision ist, dass sich auch in der Kinderonkologie und vielleicht gerade als Chance für solche relativ seltenen Erkrankungen immer mehr die Informationstechnologie und auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz durchsetzen wird, in dem Sinne, dass man eben aus den komplexen Datensätzen und den komplexen molekularen Zusammenhängen, die wir jetzt sehr gut beschreiben können, auch immer mehr direkte Handlungsanweisungen ableiten lassen für die richtige Therapie für den einzelnen Patienten.